gibt ja nichts Schöneres wie eine lässige Grillparty mit einem feinen Schluck Wein. Und auch gerade wenn die ganze Gesellschaft ein bisschen zusammensitzt, das fördert es natürlich. Man trinkt ein bisschen Wein miteinander, man kann darüber diskutieren. Und je nach Fleisch findet man den passenden Wein. Man kann ihn dann zum Apéro trinken, um schon ein bisschen einstimmen auf das feine Essen, zum Hauptmahl und natürlich auch dann gibt es die verschiedensten Weine zum feinen Dessert dazu. Welcher Wein passt am besten zu welchem Fleisch? Grundsätzlich ist da mal die Regel, wenn ich ein helles Fleisch habe, trinke ich eher einen hellen Wein. Das heisst rot oder weiß. Und wenn ich dunkles Fleisch habe, eher einen dunklen Wein. Zu einem hellen Fleisch, zum Beispiel gerade zu einem Schweinfleisch, passend eher auch mal ein Chardonnay oder ein Sauvignon Blanc, ein kräftigerer Wein. Zu einem Kalbfleisch empfehlen sich ganz gut auch die Burgundersorten. Da sind wir jetzt gerade wieder bei Chardonnay, Weißburgunder oder bei einem Pinot Noir. Und wenn man dann in die kräftigeren Fleischsorten hineingeht, wie zum Beispiel ein Lamm oder ein Rindsfilet, da kann man dann schon eher in die Richtung wieder Shiraz gehen. Oder auch gerade gerbstoffreichere Weine wie ein Cabernet Sauvignon, gerade zu einem eher herben Rindsfilet. Wie genießt man den Wein am besten zum Essen? Und zwar würde ich hier empfehlen, je jünger und leichter der Wein, desto weniger früher muss ich ihn auftun. Das heisst, ich kann kurz vor dem Essen erst den Wein auftun. Wenn er ein jüngerer Wein ist und trotzdem aber ein schwerer Wein, gerade schwerer Rotwein, empfiehlt es sich, um ihn viel früher aufzutun und natürlich auch dekantieren bzw. lüften. Das Dekantieren ist nur notwendig bei ganz alten Weinen, wo man den Wein vom Depot trennen muss. Das ist der Unterschied zum Dekantieren, wo ich den Wein in die Karaffe reinleere, damit er Luft bekommt. Und je mehr ich das Gefühl habe, der Wein braucht Luft, desto früher dekantiere ich. Das heisst auch, je schwerer der Wein ist, desto früher mache ich das. Den Wein richtig geniessen zum Essen tut man, indem man zuerst einmal die Nase nimmt, mal daran schmeckt und die feinen Düfte in die Nase aufnimmt. Dann trinkt man mal einen Schluck. Und dann lässt man auf der Zunge zergehen und dann schmeckt man schon, wie lang ist der Abgang. Oder beziehungsweise wie voll ist der Wein, wie lange bleibt er noch im Mund. Wenn er viel Alkohol hat, dann spürt man es dann oft schon im Hals hinein und dann bleibt er auch länger. Dann merkt man es auch, wenn man ausschnufft. Wenn er ganz viel Alkohol hat, wird es ihm gerade ein bisschen warm. Zum Schluss ist einfach noch zu sagen, Wein muss Spass machen und Lust auf mehr.